Moin, mein Name ist Sebastian und wie euch der Einspieler wahrscheinlich schon verraten hat, geht es heute um das Neurovarius-Swing. Das Neurovarius-Swing hat ja einen dynamischen Extensionsanschlag, aber was das bringt und was der Patient davon hat, das wollen wir uns heute einmal im Detail anschauen. Und wir haben uns gedacht, wir zeigen euch das Ganze am besten im Rahmen einer strukturierten Funktionskontrolle am Patienten. Ich wünsche euch viel Spaß. In dieser Darstellung seht ihr noch einmal, was ein dynamischer Extensionsanschlag eigentlich bedeutet. Zunächst wollen wir allerdings für die ersten Arbeitsschritte der Funktionsüberprüfung den Extensionsanschlag statisch einstellen. Zu diesem Zweck drehen wir die Bewegungslimitierungsschraube so weit ein, dass die Federeinheit schon fast aus der Schraubeinheit gedrückt wird. In dieser Einstellung setzen wir die Federeinheit und die Schraubeinheit wieder in das Gelenk ein und sorgen für den korrekten statischen Aufbau. Kontrolle des Aufbaus auf der Werkbank. Zu diesem Zweck stellen wir die Orthese in einen dazu passenden Schuh und prüfen, ob das Lot durch das hintere Drittel der vorderen Hälfte der Unterstützungsfläche fällt. Weiter sollte das Lot durch die Mitte des AP-Maßes fallen und durch die Mitte des Oberschenkels. Kontrolle des Aufbaus am Patienten statisch. Wir beprüfen also, ob der hier in der Grafik dargestellte statische Aufbau für den Patienten umsetzbar ist. Beginnen wir am Fuß. Fällt das Lot durch das hintere Drittel der vorderen Hälfte der Unterstützungsfläche? Und fällt das Lot durch die Mitte des AP-Maßes, durch die Mitte des Oberschenkels und durch das Körperzentrum? Kontrolle des Aufbaus am Patienten dynamisch. Zunächst mit statischem Extensionsanschlag. Als erstes prüfen wir, ob es einen physiologisch anmutenden initialen Fersenkontakt zu beobachten gibt. Im Idealfall beobachten wir auch ein kontrolliertes Absenken des Vorfußes in der Loading Response. Unter der Mid-Stance sollte der Fuß vollständigen und sicheren Kontakt zum Boden haben. Bei der Verwendung eines dynamischen Dorsalanschlages beobachten wir eine leichte Dorsalextension in der Late Mid-Stance. Wurde der Vorfußhebel erfolgreich aktiviert, erkennen wir das an einer deutlichen Fersenablösung in Terminal Stance. Die Hauptaufgabe eines Extensionsanschlages auf Knieebene besteht darin, die maximale Extension zu begrenzen und damit den Kniewinkel in der Mid-Stance zu definieren. Sehen wir uns einmal die Vorzüge und die Unterschiede eines dynamischen Extensionsanschlages im Detail an. Der für den Betrachter offensichtlichste Unterschied zum statischen Extensionsanschlag besteht sicherlich in der physiologischen Kniestreckung in Terminal Stance. Für den Beobachter kaum sichtbar, aber für den Anwender sehr deutlich spürbar, ist das Erreichen des gedämpften Extensionsanschlages in Terminal Swing. Natürlich besteht auch die Hauptaufgabe des dynamischen Extensionsanschlages darin, die maximale Extension auf der Knieebene zu begrenzen und in diesem Zusammenhang für eine physiologische Kniebeugung in der Mid-Stance zu sorgen. Nur kann diese Aufgabe mittels eines dynamischen Extensionsanschlages deutlich differenzierter erledigt werden
Und so gelingt es, sich einem physiologischen Bewegungsablauf deutlich anzunähern. Um die feinen Unterschiede beider Funktionselemente direkt zu vergleichen, haben wir sie hier in dieser Grafik einmal gegenübergestellt. Hier in Blau den dynamischen Extensionsanschlag und in Rot den statischen Extensionsanschlag. In Mid-Stance sorgen beide Funktionselemente für die Unterstützung, die der Patient benötigt und sorgen so für eine physiologische Kniebeugung. Im Terminal Stance ist deutlich zu erkennen, dass der dynamische Extensionsanschlag eine physiologische Kniestreckung zulässt. Auch im Terminal Swing erlaubt der dynamische Extensionsanschlag eine physiologische Kniestreckung. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Ihr habt es geschafft. Danke, dass ihr das Video ganz bis zu Ende angeschaut habt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euren Alltag und vielleicht bringt euch der ein oder andere Punkt etwas für die nächste Funktionskontrolle am Patienten. Ansonsten, wenn ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche habt, schreibt es sehr gerne unter das Video, schickt uns eine E-Mail oder ruft uns an. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.